Servus zurück zu Hearthstone. In der Arena, nach dem ersten Sieg, kamen gleich zwei Niederlagen. Vielleicht ist Schurke für einen Einsteiger nicht gerade geeignet. Ich hätte vielleicht Druide nehmen sollen. Egal, wir versuchen es weiter. Eine Chance habe ich noch. Und die möchte ich auch nutzen. Drückeberger-Druide. Tatsächlich. Valera gegen Malfurion. Druide Und die ist Wildnis schützt. Hässlich. Seid auf der Hut. Den könnte ich sogar behalten. Dann schmeiße ich den weg. Boah, nein. Den will ich nicht auf der Starthand haben. Bis ich den spielen kann. Boah. Wobei, nein, na klar. Erster Zug. Das definiert den ersten Zug. Benötigt ihr einen Segen? Ja. Wobei, jetzt muss ich es überlegen. Andererseits, wenn sie der und der traden, dann spiel doch einen Murloc aus. Dies ist unser. Haut ab. Haut ab. Echt, ey, hau ab. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Unglaublich, wie oft er kommt. Ich sehe schon, für nächstes Mal muss ich mir 3-2 reinpacken, anstatt 2-3. Hat mehr Leben bekommen. Und ist kein Murloc. Aber ich sehe etwas. Oh, ich sehe, dass ich meine beiden Kreaturen verliere, wenn ich mit dem trade. So viele Möglichkeiten. Fällt mir nicht. Los geht's. Dann gehen wir für seinen Kopf. Das juckt mich, die 2-4. Würde ich bloß alles verlieren. Außer er bufft sie. Nein, er bufft sie nicht. Was kommt jetzt? Ein Panther. Jetzt ist die 5-2 ein viel wertvolleres Ziel und ich konnte 4 Schaden. Sprint. Warum hast du immer noch keinen Murloc draußen? Warum nimmt hier keiner Murlocs? Murlocs sind doch OP, oder nicht? Du machst mir doppelt 2 Schaden. Klarmachen zum Enter! Ich glaube nicht, dass er einen Murloc spielen wird. Die 5 Schaden, die muss ich verhindern. Da hilft nichts. Und den garstigen Los Hobbit muss ich auch geht's. loswerden. Sonst haut er mich. Oder schlimmer. Kriege ich zwar 2 extra Schaden, aber. Nächsten Zug. Nein, nächsten Zug behalte ich lieber die Karte auf der Hand, weil dann kommt der Zwielichtdrache stärker rein. Er hat aber keine Waffe, das ist gut. Ja, das finde ich okay. Das ist in Ordnung. Oh, ich sehe gerade. Meine Hand sieht um einiges besser aus als seine. Ja, bring ich mal den da ins Spiel. Das war's. Eine 4-6 sieht doch schön aus. Im nächsten Zug Waffe, Deadly Poison, eventuell. Was mir gerade auffällt, ich habe noch kein einziges Ausweiden und so gezogen. Das ist schon ein bisschen fragwürdig. Ja, du willst ihn loswerden. Das ist gut, dass er das darauf verschwendet und jetzt noch den reinrennen lässt. Ja. Guter Trade. 2 für einen. Okay, Waffe.
das Teil und... Ach komm, ich rechne nicht damit, dass er irgendwie sowas macht, irgendwas. Irgendein Murloc rausspielt. Deswegen kommt er raus. Stattdessen, ich behalte mal mein Deadly Poison. Für solche Fälle. Mein Schild für Argus. Mein Schild für Argus. Genau, für den ist das Deadly Poison gedacht. Dann kann... Ah, die kosten ja alle drei. Oder die machen ja alle drei. Los geht's. Ich bin bereit. Ah, ja, von den Karten her sieht's besser für mich aus. Er hat bloß zwei Handkarten. Vom Board her sieht's auch besser aus. Das sollte Stormbringer. Nein, ist okay. Den Zug habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Aber okay. What to do? Ja, sprinten würde ich jetzt sehr gerne. Das könnte mir mehr Optionen geben. Ich frage mich, ob... Allerdings gefällt mir das Board aktuell nicht. Will ich die Waffe behalten? Nein. Los geht's. Wobei, das Board gefällt mir schon. Ja, dann hole ich mir ein paar Möglichkeiten für den nächsten Zug. Oh ja, da sind ein paar schöne dabei. Ich sehe da ein paar sehr schöne Möglichkeiten. Okay. Fossils Manipulator. Wie heißt der auf Deutsch? Gesichtsloser. Ach, Faceless Manipulator, genau. Ja, ja, schön. So viel Spott. Ich frage mich, ob... Die Tore sind geöffnet. Ich möchte lieber seine Gefahr loswerden. Nicht, dass er sie irgendwie mächtig macht. Das gefällt mir nämlich nicht. Stattdessen nehme ich die Bordkontrolle an mich. Außerdem meine Lebenspunkte sind nah. Bereit, mein Herr. Der ist voll okay. Habe ich kein Problem mit. Ich überlege gerade, wie ich denn loswerden könnte. Am effizientesten. Ich könnte eine Waffe machen. Ich könnte aber auch den spielen. Und das gefällt mir sogar noch besser. Den und eine Waffe. So, dann hau ich dich da rein, dich da rein. Und behalte alle meine Kreaturen. Natürlich sind sie jetzt anfälliger gegen so einen Swipe, also so Board Damage an alle Kreaturen. Aber das muss er erstmal ausspielen. Das ist meistens nicht günstig. Und haben. Haben ist das auch. Dann steht immer noch die 6-6 im Weg. Ich lebe. Tja, da haben wir dominiert. Schön. Ja, das kann ich gebrauchen für den nächsten Arena-Gang. Druiden oder Jäger? Ja, das bringt jetzt nichts. Mhm, gut. Ja, zwei Siege. Ist doch schon mal was. Nächster Gegner. Drei Siege, das wäre sogar mein Ziel gewesen für meinen ersten Durchgang. Dann wäre ich schon zufrieden, weil drei Spiele... Ist ja das, was man erreichen sollte.
um im Plus zu sein. Oder keine miesen zu machen. Ein muffeliger Magier wäre schlecht. Ein Krieger wäre. Alera gegen Garrosh. Evil Twin. Sieg oder Tod. Seid auf der Hut. Das ist relativ einfach. Weg mit dir. Ausweiden behalte ich. Ja, das. Damit kann man was anfangen. Toll. Toll. Da bin ich schon mal fertig. Grüße. Die Freude ist ganz meinerseits. Grüße. Weiter geht's. Ich greife mit der Waffe extra den nicht an, weil ich mehr Möglichkeiten dann habe, Gegner zu plätten. Rüstung, die passt. Wenn ein befreundeter Diener. Okay, nicht die. Schon mal gut. Ich habe drei. Drei Mana. Klar machen zum Entern! Los geht's. Bereiten wir sie doch mal vor. Ach, das zählt auch. Verflucht. Wenn ein befreundeter Diener. Naja. War sowieso nötig, weil mit einer 3-3 allein kann ich sie nicht platt machen. Eviscerate vielleicht. Okay. Jetzt ist die Frage, was spielst du? Okay, eine Münze. 4 Mana. Was spielst du mit 4 Mana? Das Dingo! Ein Spott. Ja. Das ist. Das ist schlecht. Ich kann 2 Karten ausgeben, dann sind seine beiden weg und bei ich mir hat sie bloß ein Leben verloren. Ich überlege nämlich jetzt, allen einen Schaden zu machen. Ausweiten zu spielen. Und noch. So viele Möglichkeiten. Ja, das machen wir. Klingenwirbel. Der kriegt zwar dadurch 2 Rüstung. 3 Rüstung. Sterb, Landratte! 4 Rüstung, aber. Dafür ist sein Board leer. Im nächsten Zug kann ich Klinge der Assassin spielen. Ich könnte den vernichten. Wenigstens zieht er keine Karte. Armor ab. Metrical Mercenary. Der wäre sogar noch interessanter jetzt. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen. Mit dem muss er erstmal umgehen. Der kann einiges wegmachen. Und ich kann in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen, um Karten zu kriegen. Weil auf der Hand habe ich sowieso als nächstes Klinge der Assassinen. Wäre die Option zu spielen. Ja. Was jetzt? Ja, was jetzt? Das ist eine Kreatur, gegen die du spielst hier. Da musst du irgendwas dir überlegen. Zum Beispiel, ja. In your face. Na? Nein? Er lässt mich in sein Face hitten. Das gefällt mir prinzipiell schon. Steht's, wie steht's? Sieben Schaden. For free. Der hat den Arkanitschnitter. Das ist böse, aber er müsste schon was anderes machen.
um mich zu beeindrucken. Was jetzt? Das hast du schon beim letzten Mal gefragt. Das Schöne ist, falls er ihn down bekommt, dann kann ich auch mal Champion von Sturmwind spielen. Theoretisch. Chillwind Yeti. Oh, der ist gut. Eiswind Yeti. Kann ich den loswerden? Ja, kann ich. Los geht's. Ich kann sogar noch eine kleine Kreatur spielen. Zeit für ein bisschen. Tja, wenn dir dein schöner Arkanitschnitter da, wie heißt er denn auf Deutsch? Doch, Arkanitschnitter. Zu wertvoll ist, dann kann ich auch nichts dafür. Ich frage mich, ob... Der schaut, dass ich die ganze Zeit eine Karte auf seiner Hand habe. Deswegen versuche ich möglichst nicht durch meine Karten zu wischen, weil möglicherweise kann dann der Gegner aus meinen Bewegungen Schlüsse ziehen. Wenn ich überall drüber gehe. Ich nehme immer extra von der... Wenn ich dran bin... Normalerweise... Okay, gut. Für den Kriegshäuptling! Das war nicht schlecht. Jetzt ernsthaft? Das war kostspielig, was er da gemacht hat. Aber ich find's gut. Hat kein Murloc. Sowas nicht. Zeit für ein bisschen. Ich habe nicht genug Mana. Achso, ja, ich habe nicht genug Mana. Manchmal vergesse ich Dinge. Erhöhen wir mal ein bisschen den Schaden. Im nächsten Zug mache ich den Champion von Sturmwind. Verdammt, ich dachte, wir sind schon bei 10 Mana, deswegen habe ich ihn noch angespielt. Oder wollte ihn noch anspielen. Da, dann hätte ich... Nein, das war so richtig, dass ich so gespielt habe. Weil wegen seinem Arkanitschnitter muss ich mehr aufs Feld bringen. Damit sich dann der Champion auch richtig auszahlt im nächsten Zug. Eventuell. Ich weiß nicht, was er auch da hat. Sprint wäre jetzt gut, nachzuziehen. Top Deck, ich vertraue auf dich. Was? Wie soll das Herz der Karten glauben? Kann ich den bekämpfen? Ja, mit meiner Waffe. Kein Problem. Komm, Warrior. Go, go. Arm ab. Ah, jetzt nutzt er mal seine Waffe. Meine Klinge ist durstig. Ich muss mich entscheiden. Okay. Was hat er? Hält jedes Mal plus ein Angriff, wenn ein Diener Schaden erleidet. Da die Krabbe reinrennen lassen? Wer erledigt den Worgen? Den erledige ich vermutlich. Wie werde ich die 2-4 los? Kostengünstig möglichst. Ich kann... Ja, ich glaube, ich hab's. Ich spiele erst. Los geht's. Wartet. Erst wo mit dem hier rein angreifen. Dann los geht's. Den vernichten. Dich spielen. Und dich angreifen. Alles klar. Das war, glaube ich, der bestmögliche Zug.
in der Situation. Hat immer noch die 5 Schaden Angriff frei. Das gefällt mir nicht. Meine Waffe geht auch langsam zur Neige. Ach, die ist so gut. Assassin Blade ist so gut. Was jetzt? Vom Leben her sind wir gleich. Das ist interessant. Von den Karten? Theoretisch auch gleich, bloß dass ich sie schon auf dem Feld habe. Er macht plus 4 Schaden. Aber, ja, er wird es jetzt mit dem Arcanid-Schnitter zerlegen. Ja, jetzt bräuchte ich echt einen Sprint. Das ist kein Sprint. Karten auf den Tisch. Ich bin bereit, aber ich nicht. Ja, jetzt ist es entscheidend, was das Topdeck hergibt. Was der Gegner hat und was bei mir das Topdeck hergibt. Armor ab. Weiß schon mal, dass er nichts Tolles auf der Hand hat, wenn er so schnell sich für sein Armor entscheidet. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Das soll eine Waffe sein. Ah, das ist schon böse. Das war böse. So. Da-da-da-dam. Klar machen zum Entern. Eine 5-3. Los geht's. Ich kümmere mich um die. Und... greif an. Neue Waffe. Ja. 8 Schaden. Der Damage liegt auf dem Board. 10 Schaden. Immer noch. Der Damage liegt auf dem Board. Wenn er jetzt nicht 2 losbekommt. Meine Waffe losbekommt. Gut. Ich toppedecke ja auch irgendwas. Ich hab noch 8. Ich habe gerade Fatal Damage auf dem Board. Meine Klinge plus 9 Schaden von den Kreaturen. Gut gespielt. Gut gespielt. Sehr schön. Yes. Ich bin im Plus. Oder zumindest habe ich mich nicht blamiert. Das ist doch schon mal was. Alles, was jetzt kommt, überrascht mich nur. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wird sich's vielleicht entscheiden. Ciao, bis zum nächsten Mal.